Auf den ersten Blick haben Fußball und Thriller vieles gemeinsam und könnten dennoch nicht unterschiedlicher sein. Sie sind temporeich und am Ende verlangen ihre Fans nach mehr. Dennoch verlangen Thriller vom Leser ein deutlich längeres Durchhaltevermögen, denn die wenigsten hat man nach 90 Minuten abgeschlossen. Einer, der beides richtig gut kann und beides zu seinem Beruf gemacht hat, ist Marc Merten. Fußball ist ihre offizielle Leidenschaft. Sie berichten als Sportjournalist und Blogger 7 Tage die Woche über Fußball, über den FC Köln. Wird man das nicht irgendwann müde? Da ist ja das Schöne, dass ich nebenher auch noch Bücher schreibe. Das heißt, ich kann mich ein bisschen rausziehen zwischendurch. Ich habe Mitarbeiter, die es mir da auch mal abnehmen. Aber Fußball und müde, das passt bei mir jetzt nicht und meiner Leidenschaft nicht unbedingt zusammen. Insofern, ich beschäftige mich sowieso 7 Tage die Woche mit Fußball, zumindest gedanklich, weil ich ja auch als Fan wissen möchte, was so passiert. Und dann kann ich auch noch ein bisschen drüber schreiben. War es immer der FC? Ja, klar. Als gebürtiger Kölner gibt es da nicht viel anders, was möglich ist. 2 Thriller sind in der Zwischenzeit bei Emons erschienen. Einmal Falsche Haut und einmal 11. Wie kam es zu diesem Wechsel vom Blogger und Sportjournalist hin zum Thriller-Autor? Den Gedanken, ein Buch zu schreiben, hatte ich eigentlich schon länger, wie, glaube ich, viele Autoren, die irgendwann sagen, man ist mit dieser Idee lange schwanger gegangen, bis man dann irgendwann sich dazu durchgerungen hat, was zu schreiben. Und für mich war relativ schnell klar, dass es am Ende ein Thriller oder Krimi werden würde, weil das die Sparte ist, das Genre ist, das ich liebe und das ich verschlinge seit vielen Jahren. Und am Ende war es eine Entscheidung, dass ich einfach gerne schreibe. Deswegen bin ich damals Journalist geworden. Irgendwann wollte ich ein Buch schreiben und dann war es klar, und auch für mich zumindest, dass es ein Thriller sein muss. Es gibt 2 Namen in Ihrem Leben. Ja. Einmal den Sportjournalist Marc Merten, unter dem habe ich Sie gerade vorgestellt, und zum anderen den Thriller-Autor Leon Sachs. Ja. Woher kommen diese Namen und warum gibt es 2? Im Grunde, also warum es diese 2 Namen gibt, genau aus dem Grunde, weshalb ich auch auf der einen Seite Journalist und auf der anderen Seite Autor bin, weil es 2 Welten sind, in denen ich mich bewege. Und ich finde, dann sollte man diese beiden Welten auch sichtbar machen durch einen 2. Namen. Leon ist mein 2. Vorname, Marc Leon Merten, und Sachs ist der Mädchenname meiner Mutter. Und dann kommt noch dazu, dass mein Großvater Leo Sachs hieß und ich eigentlich, ohne zu wissen, dass ich irgendwann Leon Sachs als Autor heißen würde, schon seit knapp 10 Jahren mit den Initialen LS auf meinem Autokennzeichen rumgefahren bin. Und irgendwann war das dann einfach nicht mehr voneinander zu trennen und dann habe ich mich für Leon Sachs als mein Pseudonym entschieden. In Falscher Haut ging es um das Frankreich während der deutschen Besatzung. Ja. Ich weiß nicht, ob die Franzosen dieses Thema besonders geliebt haben. Dürfen Sie heute noch nach Frankreich reisen? Ich darf heute sogar hier auf der Frankfurter Buchmesse bzw. am Samstag das Buch vorstellen im Rahmen des Gastlandes. Insofern, vielleicht haben Sie noch nicht mitbekommen, worum es da geht. Aber nein, also ich darf noch nach Frankreich und ich hoffe, dass ich auch noch nach Frankreich darf, denn ich bin dort sehr gern und ich liebe dieses Land. Aber nur weil man etwas liebt, heißt das ja nicht, dass man sich damit nicht kritisch auseinandersetzen darf. Man merkt Ihren Büchern immer die perfekte Vorbereitung, die Recherche an. Vielen das Dank. Muss man vielleicht mal sagen, das ist ja nicht bei allen Thriller-Autoren so. Jetzt geht es in dem neuen Buch bei 11 um Terroranschläge. Mhm. Wie recherchiert man da? Also zunächst einmal ist das ein Thema, das mich persönlich berührt, weil ich auf der einen Seite Journalist bin und auf der anderen Seite irgendwann entschieden habe, in einem 2. Studiengang Religion und Theologie zu studieren. Das ist etwas, was mich über Jahre, dieses Thema Religionskonflikte in der Gesellschaft, etwas, was mich einfach beschäftigt und was ich glaube ja jeden Tag, was offensichtlich ist, dass es ein Kernelement gerade ist, mit dem wir umzugehen haben. Und dann auf der anderen Seite, wie recherchiert man? Auf der einen Seite, man versucht, Menschen kennenzulernen, die einem darüber auch was erzählen können. Dann gibt es am Ende Bücher von Experten, die dann wiederum andere Empfehlungen aussprechen. Und ich hatte das große Glück, wie schon bei Falsche Haut, dass ich bei 11 Menschen kennengelernt habe, die mir im Inner Circle weiterhelfen konnten. Bei Scotland Yard, beim MI5, bei den Conservatives in Großbritannien, sodass ich in gewisse Bereiche sehr gut reinschauen konnte. Und das ist am Ende natürlich für die Recherche absolut Gold wert. Aber das macht Ihr Buch auch zu 100% authentisch. Als ich das angefangen habe zu lesen, war es so, man lernt einen Hausmeister, den Hausmeister eines Londoner Theaters kennen. Marcel Reich-Ranitzky hat mal gesagt, er will nichts über Putzfrauen lesen. Und ich dachte, erst will ich was über Hausmeister lesen? Es sind ja eigentlich Menschen, denen man jetzt nicht so den besonderen Thrill zuschreibt.
Ihrer ist ja schon sehr besonders. Was ist das für ein Typ für Sie? Ein Typ, der widersprüchlich auf der einen Seite ist, aber eigentlich, wenn man ihn dann kennenlernt, ein sehr klares Leben führt, nämlich ein Leben des Verdrängens. Das gelingt dann im Laufe des Buches irgendwann nicht mehr, nämlich seine alte Vergangenheit. Und ich glaube, dadurch, dass man sehr schnell merkt, dass hinter dem Hausmeister etwas ganz anderes steckt als das, was so in einem Theater ja auch passiert, hinter Masken, hinter falschen Identitäten, die auf der Bühne gespielt werden. Insofern, ich fand, das passt ganz gut zu ihm, weil es letztendlich das, was auf der Bühne passiert, auch sein eigenes Leben widerspiegelt. Und ich habe wiederum mal mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, also eigentlich ein Hausmeister, der es natürlich nicht ist, der eine ganz andere Vergangenheit hat, das wäre doch mal was Spannendes. Und daran habe ich mich dann irgendwann erinnert und dann wiederum meine ganzen Recherchen in London vor Ort. Die Theaterszene in London finde ich so lebendig und so voller Geschichte und voller Geschichten, dass ich gesagt habe, das passt so gut zusammen, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und es ist eine irre Figur geworden, das kann man, glaube ich, so sagen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Ihre beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden? Also wann gibt es den ersten Fußball-Thriller? Ich weiß nicht, ob das wirklich das wäre, was ich machen möchte. Wenn es irgendwann mal drauf hinauslaufen sollte, dann vielleicht. Ich habe tatsächlich mal überlegt, jetzt im Vorfeld von 11, und Fußball kommt in einer kleinen Rolle vor, ob es nicht in irgendeiner Form etwas damit zu tun haben könnte. Wir reden in meinem Leben als Journalist, diskutieren wir relativ häufig über die Frage, wie sicher sind Fußballstadien, was kann in Fußballstadien passieren. Wir haben das in Deutschland, in Hannover schon erlebt und die deutsche Nationalmannschaft in Paris. Das sind natürlich Einfallstore für Dinge, die dann auch wieder unter dem Cover des Terrorismus passieren können. Ich möchte es nicht ausschließen, aber ich glaube, dass zumindest ein Fußballprofi keine Charaktere sein wird, die bei mir in einem Buch als Hauptprotagonist auftauchen wird. Das glaube ich nicht. Okay. Am 12. Mai 2018 endet die aktuelle Bundesliga-Saison. Ja. Wo steht der FC dann? Über dem Strich. Über Platz 16, das wäre alles, was ich erwarten und erhoffen würde. Hoffen wir das Beste. Ich drücke die Daumen. Vielen Dank, Leon Sachs. Und für Sie, meine Damen und Herren, vergessen Sie Dan Brown Origin und lesen Sie Leon Sachs 11. Dankeschön.